Kommen wir jetzt mal zum Währungspaar. Wenn ich die ganze Zeit von Währungen spreche, dann haben wir natürlich die großen Währungen, Euro, Dollar, Yen, Franken, keine Frage. Aber am Forex-Markt werden Währungspaare gehandelt. Das heißt, Beispiel geben für jeden einen Begriff Euro, US-Dollar. Euro gegenüber dem US-Dollar ausgeschrieben. Und hier ist es jetzt so praktisch, dass man das ein Stück weit trennen muss, um was es hier eigentlich geht. Die erste Währung, die vorne steht, das ist generell bei jedem Währungspaar so, ist praktisch die Basiswährung, deren Wert immer 1 ist. Also um die dreht sich jetzt erstmal. Vorne die Währung ist die Basiswährung und die zweite Währung ist die Zielwährung zur Transaktion, praktisch der Wert der ersten Währung in der zweiten Währung. Das heißt zu Deutsch, Euro US-Dollar 1,10 bedeutet, 1 Euro hat den Wert von einem 1,10 US-Dollar. Das ist das ganze Geheimnis. Die Währungspaare so entsprechend aufgebaut und hier sieht man praktisch immer wieder den Wert der Währung, also den Wert der Basiswährung in der Zielwährung. Das Ganze am Forex-Markt natürlich auch interessant, dass Sie hier, je nachdem, wie man auf eine Währung zu sprechen ist, sich hier long positionieren kann. Das heißt, man setzt in dem Währungspaar auf steigende Preise, Long Trade für steigende Preise. Dann setzt man beim Euro-US-Dollar zum Beispiel darauf, dass der Euro an Wert gewinnt gegenüber dem US-Dollar. Umgekehrt, ein Short Trade ist hier entsprechend die Intention, dass Sie hier auf einen fallenden Euro gegenüber dem US-Dollar setzen. Das heißt, Sie haben hier beide Möglichkeiten, am Währungsmarkt im Sinne der Spekulation zu agieren, um praktisch auf einen steigenden oder fallenden, auf eine Aufwertung oder Abwertung eines Währungspaares zu spekulieren. Und Währungspaare gibt es natürlich nicht nur den Euro-US-Dollar, sondern es gibt noch viele, viele andere. Wir schauen uns hier mal die Major Pairs an. Sie sehen hier interessanterweise die Währungspaare aufgeführt, die hier am gängigsten gehandelt werden. Und was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich diese Währungspaare anschauen? Beziehungsweise hier oben haben wir den US-Dollar als solchen. Aber wenn Sie hier nach unten gehen, was fällt Ihnen auf? Jedes Währungspaar ist hier in US-Dollar, beziehungsweise entweder der US-Dollar die Basiswährung oder der US-Dollar die Zielwährung. Das heißt, der US-Dollar hat natürlich hier auch seinen massiven Einfluss in den Währungspaaren. Dennoch kann man generell sagen, wir haben es mit 8 Major-Währungen zu tun. Also Sie sehen hier die Währungspaare und auch deren Bezeichnungen in Händlerkreisen, sprich Euro-US-Dollar nennt man Euro, British Pfund, US-Dollar, Cable, US-Dollar, Schweizer Franken, Swissie. Sie können es hier sehen. Das sind praktisch die Händlerbezeichnungen, wenn es im Handelsraum zur Sache geht und man sagt eben Loonie Long, dann meint man den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar zum Beispiel Long. Aber generell hier eben zu sehen, die großen Währungen, und da haben wir im Prinzip 8 Stück an der Zahl. Und das sind praktisch die Währungen, die auch den globalen Zeitzonenfokus abdecken. Ja? Wenn Sie sich an die Zeitkarte von vorhin erinnern, von rechts beginnend, links durch, sehen Sie sehr schön oder haben Sie gesehen, dass hier natürlich die einzelnen Währungsräume hier ineinander übergehen. Und das sind praktisch hier die Major-Währungspaare, die hier dann mit ihren Bezeichnungen auch so daherkommen. Wichtig ist, dass wir hier die 8 Major-Währungen haben. Und die 8 Major-Währungspaare, das sind die am meisten gehandelten Währungspaare. Gerade wenn Sie im Forex-Markt einsteigen, macht es durchaus Sinn, sich auch erstmal mit diesen großen Paaren zu beschäftigen, weil diese eben die sind mit den geringsten Handelsspannen zwischen Bid und Ask, also An- und Verkaufspreis. Dennoch hier auch ganz wichtig, dass es sich bei diesen Währungspaaren sozusagen auch um eine Erfassung des globalen Markthandels. Und da muss man im Prinzip nicht exotischer werden. Dennoch gibt es natürlich Währungspaare darüber hinaus, sogenannte Cross-Rates. Und da haben wir auch zum Beispiel hier das britische Pfund in den Euro gegenüber dem britischen Pfund hier als The Beast und Channel auch bezeichnet. Aber es gibt auch dann noch weiterführende Paare, Euro-Yen, Euro-Kanadisch-Dollar, Sie sehen es, etc. etc. Es gibt etliche Währungspaare, also Währungen, die im Sinne des Währungsprozesses oder des Währungstausches hier entsprechend berechnet werden. Aber die eingangs gezeigten Major-Währungen sind eben die, um die es sich dreht, im Fokus. Und die üben mehr oder weniger auch ihren Einfluss auf andere Währungen aus. Denn es gibt hier auch den Cross-Rate-Effekt. Und das zeige ich Ihnen mal, was das jetzt ist, was das auf sich hat. Beispielsweise der Euro-US-Dollar steigt, sprich der Euro wertet gegenüber dem US-Dollar auf. Der US-Dollar-Yen hingegen als Währungspaar bleibt gleich. Die große Preisfrage, wie wirkt sich das auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen aus? Denn es wirkt sich auf diesen aus. Denn, und wir sehen hier, in dieser Konstellation wertet Euro-Yen automatisch indirekt schon aufgrund seines Cross-Rate-Effekts, den es eben gibt, wenn man hier die Major-Währungspaare betrachtet und darauf ableiten die Cross-Rates. Und da gibt es einen Cross-Rate-Effekt, der sich eben direkt auswirkt auf die Cross-Rate-Währungspaare. Es ist dennoch so, dass die Währungspaare natürlich maßgeblich auch aufgrund ihrer Zielwährung beeinflusst werden, aber es ist dennoch so, dass es hier den unterschwelligen Cross-Rate-Effekt gibt, den man einfach mal kennen sollte.
Grundsätzlich kommen wir jetzt hier mal zu dem Handel am Forex-Markt. Also sprich, wenn Sie jetzt einzelne Währungen im Fokus haben und Währungspaare handeln wollen, dann gibt es hier mal die Top 28. Auf die 8 Major-Währungspaare bezogen, die ich Ihnen gerade zeigte, ist es so, dass das praktisch hier der Handelsschwerpunkt eines Forex-Händlers ist oder sein sollte, neben dem, dass man als Einsteiger durchaus sich den 8 Grundwährungspaaren zuwenden sollte, kann man, wenn man den Markt sozusagen global abfassen möchte, sich hier diesen Währungspaaren zuwidmen. Und da sehen Sie, dass hier die Major-Währungspaare dabei sind und auch diverse Cross-Rates, die alle miteinander verzahnt sind und sozusagen den Globus abdecken. Und diese Währungspaare bilden, wie gesagt, den Markt an sich. Es gibt natürlich auch exotischere Währungen wie US-Dollar gegenüber mexikanischer Pesos etc. oder Euro-Türkisch Lira, keine Frage. Aber das sind die Währungen, worum es im Schwerpunkt geht und die sich gegeneinander beeinflussen. Und ein FX-Trader handelt eben hier die einzelnen Währungen gegeneinander und infolge der Währungspaare, die Sie hier sehen, decken Sie im Prinzip den Gesamtmarkt ab. Gut. Interessant für den Handel und darum ist es auch so, jetzt sehen Sie gerade die Währungspaare gerade eben nochmal dargestellt in einer gewissen Übersicht, ist es eben hier, dass es, wenn Sie Währungen handeln, vom Grundgedanken her immer eine starke Währung gegenüber eine schwache stellen. Wenn das passiert, dann gibt es entsprechende Aufwärtsbewegung oder wenn eine Währung entsprechend abwertet, entsprechende Abwärtsbewegung. Also ein FX-Trader handelt Währung und hierbei im Idealfall die starke gegen die schwache. Da gibt es am meisten Bewegung und das sollte man auf jeden Fall im Fokus haben. Wie man die Währung im Einzelnen handeln kann, dazu zeige ich am Freitagabend was zum Thema Rainbow Trading. Das ist eine Momentumstrategie, also eine Strategie, die auf einen Prozess einer Aufwertung mit aufspringt, um sozusagen einen Trendimpuls einzufangen. Das 19:30 bis 21 Uhr am Freitag. Da schalten Sie ruhig mal ein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Da wird es darum gehen, wie man hier solche Trendbewegungen einzelner Währungen, / Währungspaare eben gut erhaschen kann. Was sehr wichtig ist und fundamental für den Forex-Markt aus meiner Sicht auch, Sie sehen hier die 28 Währungen im Momentum oder hier nochmal ein Stück weit übersichtlicher, ist eben, dass Sie nicht wie weltweit am globalen Aktienmarkt, zum Beispiel in Deutschland an der Börse Frankfurt, sind 450.000 Wertpapiere gelistet. Ja, wenn man sich da einen Überblick verschaffen will, viel Spaß. Natürlich gibt es den DAX 30, den Eurostoxx 50 und dergleichen. Aber wenn man sich hier in der Breite aufstellen will, kann man den Markt kaum erfassen. Hingegen hier am Forex-Markt mit diesen 28 Währungspaaren haben Sie den globalen Markt im Blick. Und das, denke ich, ist eine relativ übersichtliche relativ übersichtlicher Ansatz, um sich einem Markt zuzuwenden, um diesen auch zu kaufen und zu traden. Das heißt, Sie haben hier wirklich einen sehr begrenzten Bereich. Eingangs die 8 Major-Währungspaare, die wir vorhin gesehen haben, und dann im Weiteren eben hier diese 28 Paare. Und damit haben Sie im Prinzip alles, was man denn haben will zum Handeln.